Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Reisebericht bei Trekfit Manuel. Heute möchte ich euch von unserem Aufenthalt in Marrakesch, Marokko berichten. Wir waren von 8. bis 11. März in Marrakesch und hatten, um es gemütlich auszudrücken, einen verrückten Urlaub. Wir sind am 8. März vom Flughafen Bergamo abgeflogen, haben dort einen Flug mit Ryanair gebucht, dem billigsten Anbieter. Bergamo Airport ist circa 3 Stunden von uns entfernt und die Kosten hierfür liegen bei circa 150 Euro pro Person. Damit müsst ihr rechnen, wenn ihr keinen Koffer dabei habt. Wir haben noch extra 2x20 Kilogramm Gepäck dabei gehabt. Natürlich für die Shopping-Launigen unter euch empfehle ich das auf jeden Fall. Rechnet mit circa 400 Euro, wenn ihr von Bergamo abfliegt. Wenn ihr dann nach 3 Stunden 25 jetzt in unserem Fall in Marrakesch angekommen seid, zum einen mal freut euch, dann geht's ab zur Einbürgerung, kurze Passkontrolle, ging schnell, muss man sagen. Wir hatten auch einen Abendflug. Das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst Geld wechseln. Entweder ihr geht zu einem Cashdesk und lasst dort das Geld wechseln oder ihr geht zu den 3 Bankomatschaltern, die dort am Flughafen sind. Denn Cash ist King in Marrakesch oder in Marokko generell, würde ich sagen. Ihr könnt eure Unterkünfte natürlich mit Kreditkarte bezahlen, aber sonst und in bestimmten Restaurants natürlich, aber auf der Straße gilt und in den Souks gilt, Bargeld ist König. Um es umzurechnen, ist es relativ einfach. Die Währung heißt Dirham. Ganz wichtig auch, der Dirham darf nicht ausgeführt werden und darf nicht eingeführt werden. Dirham muss in Marokko bleiben. Nur bei einer bestimmten Menge darf man mitnehmen. Spielt nicht damit, wenn eine Kontrolle ist, sind die Strafen sehr hoch. Der Dirham, 10 Dirham, liegt bei 1 Euro. Danach geht es mit dem Taxi zu eurer Unterkunft. Es gibt fixe Tarife. Ihr müsst nicht lang handeln, macht das vorher mit eurer Unterkunft auch aus, empfehle ich, bucht ein Taxi mit eurer Unterkunft mit und der Preis vom Flughafen bis zum Zentrum liegt an die 20 bis 25 Euro maximal. Ihr könnt natürlich auf gut Glück einen Taxifahrer ansprechen dort, aber es gilt immer, handeln ist King, aber der Fixtarif liegt bei 20 Euro. Ich habe es mal versucht. Es wird euch nicht gelingen. Ganz wichtig auf der Taxifahrt. Vertraut euren Taxifahrer. Der Verkehr in Marrakesch ist absolut verrückt. Zwischen Motorrädern, die rechts und links vorbeifahren, Kutschen, Bussen. Es werden Ampeln sind eine Richtlinie, würde ich sagen. Vertraut euren Taxifahrer. Das sind absolute Profis. Und ganz wichtig, bedenkt, auch wenn ihr fix einen Tarif ausgemacht habt fürs Taxifahren, bedenkt immer, die Trinkgeldmarge sollte bei 10% liegen. Das heißt, bei 20 Euro richtet euch 2 Euro her oder im Dirham 20 Dirham, dann ist alles gut und der Taxifahrer ist glücklich. Kommen wir zum nächsten Punkt. Eure Unterkünfte. In Marrakesch bietet eine Vielfalt an Unterkünften. Es gibt Airbnbs, tolle Hotels auch, natürlich sehr teure Hotels, aber auch sehr günstige Hotels. Meine Empfehlung ist, geht in eine Unterkunft, wo ein Frühstück geboten wird, denn Marrakesch beginnt das Leben nicht sehr früh. Das heißt, natürlich ist Aktivität immer, aber gegen 9, 10, 11 Uhr in der Früh beginnt das Leben erst. Das ist einfach in der Mentalität der Personen dort. Wir persönlich waren in einem Riad, das heißt, unser Hotel hat Palais Koum geheißen. Es war sehr zentral, nicht sehr weit vom Hauptplatz entfernt. Und es war eine Unterkunft, sehr traditionell, wie 1001 Nacht, aber sehr schön.
Und es ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis hat auch gestimmt. Wenn ihr dann mal endlich eure Koffer losgeworden seid und bereit seid, in die City durchzustarten, ein wichtiger Tipp: informiert euch bei der Unterkunft oder vorher sehr gut, wie die Stadt aufgebaut ist. Die Marokkaner sind sehr hilfsbereit, aber es ist wichtig, dass ihr euch ein bisschen auskennt, sonst werdet ihr euch in den Souks, in den Märkten komplett verlieren. Und es kann oft, du musst gut bei Fuß sein, denn du wirst dich oft verlaufen. Ist uns genauso passiert. Und Internet ist einfach nicht präsent. Das heißt, natürlich bei den Restaurants gibt's das WLAN. Lade dir eine Google Maps Offline-Karte runter. So, das hat bei uns ganz gut funktioniert. Und am zweiten Tag maximal wirst du dich ein bisschen zurechtfinden in der Stadt. Wie könnt ihr euch in Marrakesch verständigen? Also Hauptsprache ist natürlich Arabisch, das wird sehr schwierig sein für viele, aber die zweite Amtssprache ist Französisch. Aber in der Stadt kommt ihr natürlich mit Englisch auch sehr weit, Deutsch wird kaum gesprochen, aber was eine große Hilfe ist überhaupt bei den ganzen Verkäufern, ist Italienisch, da wird man eher in Ruhe gelassen, aber das kommt gleich. Ein wichtiger Punkt auch ist die Sicherheit. Gilt Marrakesch als sicher? Ja, es gilt als sicher. Natürlich, wir waren untertags unterwegs, aber auch abends. Wir haben uns nie unsicher gefühlt und ich kann das nur bestätigen, was im Internet steht. Es ist eine chaotische Stadt zwar, aber nicht unsicher. Also wie würde ich jetzt meinen Aufenthalt in Marrakesch optimal planen? Ich würde mal mit dem Hauptplatz beginnen. Meine Empfehlung, geht dort untertags rein. Das ist der Jama El Fna, heißt er. Das ist, wo sich das Leben trifft. Dort treffen sich auch alle Touristen. Es gibt eine Überflut an Märkten und untertags sind sehr viele Getränkestände, die sind dort. Du kannst alles kaufen, aber auch dort sind sehr viele Frauen, die Henna-Malereien anbieten, Bettler sind und die sogenannten Schlangenanbeter, wo ich euch ein paar Videoabschnitte einspiele. Und auch Affenhändler, die dir sofort, wenn du einen Blick hinwirfst, einen Affen auf den Rücken setzen und du kommst nicht mehr raus. Ganz wichtig als Empfehlung, beginnt damit, trinkt einen frisch gepressten Saft, sehr lecker, sieht auch cool aus, aber das kostet an die 20 Dirham, 2 Euro, hat man den Durst gestillt, sagen wir es mal so. Der Jama El Fna ist ein wahrer Schmelztegel, es ist, sagen wir dazu, es ist ein extremer Platz. Wir waren am ersten Tag dort schon und am zweiten Abend. Am ersten Tag hat es geregnet, da war es recht ruhig, aber am zweiten und dritten Tag sind wir immer wieder dort vorbeigelaufen und es ist einfach laut. Es sind die Schlangenanbeter, es wird Musik gespielt, es ist Chaos, organisiertes Chaos oder auch ungewolltes Chaos, aber das ist noch gar nichts gegenüber von dem, was dieser Platz am Abend zu bieten hat. Am Abend kommen die ganzen Stände dazu, die Kulinarisches anbieten. In Marrakesch am Hauptplatz wird Escargot angeboten, habe ich gar nicht probiert, aber du findest auch alle exotischen Dinge, die du gar nicht essen willst. Es gibt Zunge, Auge, es ist einfach extrem, aber es ist auch ein mega lebvoller Platz. Es gibt von Glücksspiel, von irgendwelche Trickspielereien, es gibt alles und das macht das Coole dieses Platzes auch aus. Du kannst, wenn du willst, sogar einen Falken kaufen, Schildkröten, einen Strauß habe ich auch gesehen. Du kannst eine Schlange mit nach Hause nehmen, aber ich glaube, das braucht man alles nicht als Tourist.
ein sehr wichtiger Tipp, den ich euch gebe, und das ist wichtig, dass ihr das im Vorhinein wisst. Marrakesch, es ist ein Händlervolk. Das heißt, sie werden auch versuchen, euch immer und zu jeder Zeit etwas zu verkaufen. Meine Empfehlung natürlich jetzt bei den Kobras, bei den Schlangen, dort bin ich persönlich hingegangen und sie waren sehr freundlich. Aber fixiert nicht diese Händler, die jetzt die Affen an den Ketten haben oder so. Schaut, geht nicht hin und sagt, oh, wie schön ist das. Das ist sehr, sehr wichtig, weil in dem Moment, wenn ihr sagt, oh, wie schön ist das, schau mal dorthin und zeigt mit dem Finger, da kann sein, dass einer dieser Händler euch einen Affen auf den Rücken draufsetzt und ihr kommt nicht mehr raus und der Händler ist die Person, die euch dann sagt, wie viel ihr zu bezahlen habt. Und dann ist das Handeln schwierig. Wenn ihr ein Foto wollt mit solchen Tieren, macht das im Vorhinein aus, sagt denen, wie viel ihr bezahlen wollt und bleibt dabei und bleibt hart. Das ist nicht ganz einfach, denn es sind gute Händler und gute Verkäufer. Dasselbe gilt bei den Hennamalereien. Wenn ihr dort seid und die Frauen werden zu euch kommen und es kann sein, dass sie euch direkt beim Arm nehmen, kommen sie mit, reagiert nicht aggressiv, einfach nur nein danke, eine kleine Handbewegung und die Personen lassen alle ab. Dasselbe gilt auch am Abend. Dort war es für mich am penetrantesten, wenn wir durch den Food Court sozusagen gegangen sind, wo die ganzen Essensstände gewesen sind. Dort ist ein regelrechter Kampf zwischen den Händlern oder zwischen den Verkäufern. Ha, bei uns gibt's das Beste, bei uns komm, sitz dich nieder und du kommst kaum mehr aus. Dort half uns persönlich Italienisch, wenn du gesagt hast auf Italienisch, no grazie, già mangiato, nein danke, schon gegessen, da wurdest du absolut in Ruhe gelassen. Als zweites werdet ihr natürlich die Souks, die Märkte, diese Marktgalerien, die überdachten Marktgalerien entdecken. Es wird euch auffallen, es gibt eine Unmengen an Metallarbeiten, an Schuhen und es gibt da sehr viel Marken, Kleidung, natürlich schön gefälscht, aber dort auch, Handeln ist King. Wenn ihr reingeht, es wird ein Preis gesagt und euch was gefällt, ihr wollt was kaufen, es wird ein Preis gesagt. Meine Empfehlung, setzt mal bei der Hälfte drunter an und dann trefft ihr euch irgendwo in der Mitte, was ihr bereit seid, auch zu bezahlen. Ihr werdet nicht davon rauskommen, dass ihr ohne etwas zu kaufen von Marrakesch zurückkommt. Was gibt es in Marrakesch zu essen? Es gibt natürlich eine Vielfalt an kulinarischen Dingen. Es gibt extrem gutes Streetfood, was wir persönlich nicht versucht haben. Wir waren immer auf den Rooftop-Restaurants. Wir haben das im Voraus schon geplant, aber wir haben danach gesehen, dass das mega gutes Streetfood gegeben hat. Aber wir waren jedes Mal übersatt. Natürlich traditionelle arabische Cuisine, aber vom Burger bis zum Fleisch an sich gab es eigentlich alles. Und die Preis-Leistung stimmt absolut. Ein wichtiges Thema, was bei den Restaurants anzumerken ist, Marrakesch ist ein islamischer Staat. Eigentlich dürfte es keinen Alkohol geben, aber in den Hotels und in bestimmten Restaurants bekommst du auch Alkohol. Mega gute Cocktails. Wir haben viel zu viel auch vielleicht manchmal davon probiert, aber ihr bekommt Alkohol, aber seid nicht enttäuscht, wenn ihr in ein Restaurant geht und dort auch es keinen Alkohol gibt. Das ist Teil der Kultur und das ist auch zu akzeptieren. Die Sehenswürdigkeiten in Marrakesch. Marrakesch hat mich geflasht. Ich dachte eigentlich zu Beginn, es wird nur eine Mauerstadt sein. Das heißt, dass nur Gebäude sind und ein paar Moscheen. Aber Marrakesch hat sehr viele grüne Adern und sehr viele grüne Parks. Die klassischen Sehenswürdigkeiten haben wir jetzt in unserem Kurstrip nicht gemacht. Was wir gemacht haben, war
Wir wollten eigentlich eine Moschee ansehen, aber für Nicht-Islam, wir sind christlich, sind die Moscheen nicht zugänglich. Ganz wichtig auch, seid nicht zu freizügig mit der Kleidung, nicht mit bauchfreien Top, aber das erklärt sich von selbst und sollte auch so geschehen. Wir waren 3 Tage in Marrakesch. Wenn ihr mal die Schnauze, oder kann man nicht so sagen, oder die Nase voll habt vom Chaos, dann empfehle ich euch, ein Taxi zu schnappen. Und mit dem Taxi, das kostet dann die 115 Euro, 150 Dirham, fahrt zum Menara Garden. Das ist eine Wasseroase, die gefunden wurde zwischen den Olivenbäumen. Mega ruhig, mega gemütlich auch. Doch kann man ein bisschen durchschnaufen vom Kulturschock, den man vielleicht bekommen hat in der Stadt. Und wenn ihr dort seid, nehmt einen 10-minütigen Spaziergang in Kauf. Wir haben das gemacht. Wir sind zu Fuß diese 10 Minuten gegangen und sind nach Neu-Marrakesch spaziert. Das nennt man dann Marrakesch Avenue. Dort werdet ihr ein komplett neues, modernes Marrakesch sehen. Top Hotels, Top Shops, gute Möglichkeiten auch zu shoppen. Dort gibt es die klassischen Weltmarken und auch, wer Fußballfan ist, das Hotel von Cristiano Ronaldo liegt dort auch. Mir hat dieser Kontrast sehr gut gefallen. Sehr viele, ja, ich weiß nicht, ob es Personen aus Marokko waren, Marokkaner oder wie man das genau beschreibt, diese moderne, die schön angezogenen Personen und ein schöner Kontrast zum Touristen-Hotspot im Marrakesch-Zentrum. Dieses Menara Garden liegt in der Nähe des Flughafens, also könnt ihr das eventuell auch kombinieren mit eurem letzten Urlaubstag und dann euch direkt per Taxi zum Flughafen zu bringen, da ist die Fahrt nicht mehr so weit. Was ich nicht wusste, in diesem neuen Teil Marrakesch, sagen wir es mal so, darf man eigentlich nicht filmen, aber ich habe trotzdem gefilmt und nur beim Ausgang aus dieser Einkaufsstraße oder diesem Stadtviertel wurde ich darauf aufmerksam gemacht, aber wenn ihr filmt überhaupt in Marrakesch, achtet darauf, nicht die Personen ins Gesicht zu filmen. Filmt von unten. Das ist ein kleiner Tipp, den ich geben kann. Nicht jeder sieht es gerne, nicht jeder mag es gerne. Also noch einen letzten Tipp, den ich euch gebe. Wenn ihr nach Marrakesch geht, informiert euch vorher. Dieses Video ist optimal dafür. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Das kann ich euch gerne in die Kommentare darunter schreiben. Bin ich gerne bereit dazu. Marrakesch war für mich persönlich ein schönes Erlebnis. Wir hatten 3 Tage, also 3 Nächte kann man sagen. Aber das hat für mich persönlich auch absolut gereicht. Mehr hätte ich nicht gebraucht, also plant nicht zu lange in der Stadt ein. Wenn ihr länger bleibt, dann könnt ihr das natürlich machen, aber macht dann Ausflüge zu der blauen Stadt oder ans Meer oder ansonsten plant andere Sehenswürdigkeiten an, denn es kann sein, dass Marrakesch, dass du es liebst oder dass du es auch hast. Bei mir war es eine gute Mischung aus beiden. Es war sehr chaotisch, aber es hat auch mega Spaß gemacht. Aber es ist immer die Begleitung, die es ausmacht. Vergesst nicht, bitte das Video zu liken, zu teilen und zu kommentieren auch. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ich möchte euch auch darauf hinweisen, dass wir demnächst weitere Trips machen und weitere Fitness-Challenges folgen werden. Und ab jetzt wird regelmäßig Content generiert.